mir nicht mehr verstecktes Fach. Da bin ich jetzt gespannt. Tada! Nochmal, dein Kopf war nicht mit drauf. Das waren nur deine Hände drauf. Ist doch egal. Ja, wenn das liegt am Kameramann. Ist es eine Scheiße mit dir. Tada! Aber wohl, das könnte Sarah jetzt besser, ne? Moment. Warte, Sarah! Bacon-Pack. Warte, wir haben sie ja hier. Was ist denn da bloß drin? Tada! Ja. Tada! Also, hier hast du noch ein bisschen Material. Was stimmt nicht mit euch? Oh, Alter. Das wird das so. Heute wieder nichts. Rohrschlauch. Der Rohrschlauch. Was? Das sind keine Pylonen. Nee, ich weiß. Ich wollte eigentlich nur. Ja, das ist Verwechslungsgefahr. Verwechslungsgefahr. Deshalb filmt Moritz normalerweise auch. Moritz. Andere, ja, hier. Willi. Erstmal schönen Dank dir an die Willi-Crew für das Erklären des Fahrzeuges. Heute gern genommen bei dem Superwetter. Ja, vor allem jetzt ist fertig mit Regen, ne? Ja. Oh. So ist das aber. Finn, hier hinter der Kamera, ne? Wir wissen nicht, was er fasst, wie gut er aussieht. Keiner sieht ihn. Keiner sieht ihn. Das ist auch so geplant. Nein, aber wie gesagt, kann ich so rüber, wie es nett. Übrigens ist gerade eine... Der Baumschmuck verabschiedet sich. Nachdem unser Kameramann jetzt die Kugel eingefangen hat. So, also Leben mit der Lage, ne, Situation. Er macht gerade die Abschlussmeldung an die Leitstelle. Alles gut. Wie gesagt, also Axel. Sprich ruhig rüber. Axel. Ja. Die Feuerwehr gut? Ja. Super. Das ist er. Super. Feuerwehr gut? Ja. Also mir hat's genau. Kannst es ja hier nochmal einblenden. Nee, da. Ah, okay. Und da. Und da. So. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Das wird nichts heute. Sie hat auch den Aufbau, die Reihenfolge versteht, was scheiße gelabert, fang ich nur von vorne an. Also. So. Also ich komme mit an der Tasche und komme nicht hin. Kommt der Einsatzbefehl? Hey, ich hab nichts gemacht! Kommt der Einsatzbefehl? Angriffstrupp zum... Ich kann ihn gerade nicht. Das ist eine Entschuldigung. Oh, das hab ich auch noch nicht. Kommt der Einsatzbefehl? Angriffstrupp zur Menschenrettung. Ich kann hier nicht nach unten. Also, Making of haben wir genug, definitiv. Ich kann immer nicht ernst bleiben. Okay. Ah, sorry. Ich guck weg. Angriffstrupp. Es gibt's doch, ich guck dich an. Ja. Ich guck einfach hier vorbei, wieso? So zwischendurch. Okay. Also, ich kann hier noch. Das ist schlecht. Ich würde jetzt nochmal einen Einsatzbefehl machen. Mhm. Und vielleicht ein bisschen langsamer. Also vielleicht halbe Geschwindigkeit. Ja, ich glaube, das oder war ein bisschen schnell, ne? Oder? Jetzt der Einsatzbefehl. Angriffstrupp zur Menschenrettung. Auf die Gitarre. Oh Mann. Hey, warte, guck mich da nicht so an. Ich hab mich nicht an. Gut, los nochmal. Jetzt der Einsatzbefehl. Angriffstrupp zur Menschenrettung. Auf die Gitterbox über vierteilige Steckleiter vor. Zur Menschenrettung auf die Gitterbox. Hör auf, alles an. Habt ihr gesehen, mal hinguckt? Ich darf nicht lassen. Das ist zum Kotzen, tut mir leid. So. Okay, Hendrik, du bist so wie ein gesteinertes Gesicht. Ja, er steht da so. Ich denke, oh, der Willi, ey. So. Hätte man noch eine halbe Stunde hingekriegt. Ja. So. Jetzt Einsatzbefehl. Angriffstrupp zur Menschenrettung auf die Gitterbox über vierteilige Steckleiter vor. Zur Menschenrettung auf die Gitterbox über die vierteilige Steckleiter vor.
Was ist nun passiert? Hallo? Ach du Scheiße. Moment. Obwohl, das wollte ich schon mal sehen. Schöckeleck. Okay. Ich schalte wieder zurück. Also wir versuchen jetzt mal ganz entspannt mit den Tricks zu beginnen. Wichtig für euch ist, das sind echte Tricks. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Rumschneidereien oder irgendwelchen Videotricks. Wenn ich irgendwas anpinne, dann ist das so. Ja? Seht ihr hier das Glas? Und wenn ich da was draus trinken möchte, dann ist das auch kein Quatsch oder irgendwas. Entschuldige ganz kurz. Oh. Also ihr seht, ich mache das alles ganz real und ganz in Ruhe. Ne? Also, ich habe noch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und dafür muss ich erstmal gleich für euch erstmal richtig Gas geben. Alles klar. Alter, war das schlecht. Was viele nicht wissen, ist aber auch wirklich kein Quatsch. Feuerwehrgerätschaften, die wir so haben, die werden nicht irgendwo produziert. Die werden richtig von Feuerwehrleuten geboren. Okay? Oh, es ist wieder soweit. Moritz, komm mal schnell her. Ihr seid heute mal live dabei. Oh, Feuerwehrleute kennen das. Oh, der Schmerz. Oh, zieh raus. Oh, alter Schwede. Es ist ein Hütchen. Gucken wir mal kurz. Jo, ist es. Also, jetzt mache ich noch einen Trick, wirklich ohne Schnitt, ohne nichts. Und zwar ist das ein Kronkorken, wohlgemerkt ein alkoholfreies Getränk natürlich. Und das mache ich jetzt ohne Quatsch. Ich lege das jetzt hier in die Hand. Hier ist nichts, ne? Seht ihr, ich mache jetzt mal zu. Und diesen Zaubertrick, den könnt ihr versuchen, zu Hause auch hinzubekommen. Alles klar, los geht's. Jetzt ist er hier und ich kann es aber auch wieder zurück. Alter Schwede. Weißt du, was du da bringen musst? Ist ui, es ist wieder soweit. Achtung, Moritz, komm mal her. Versuch's mal in der Mitte, du Vollidiot. Du sollst ihn rausziehen, Mensch, ist der blöd. Geh mal zurück. Oh. Richtig geil. Und jetzt für das Hintergrund mal so. Hier, weil er nicht genug von uns beiden bekommen könnte, ne? Das sind wir. Genau. Okay, bis dann, ne? Macht's gut.